Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part. Diesmal mit einem komplett neuen Charakter. Ich wollte zuerst Flame Reef Spellblade nehmen. Habe aber gedacht, ja, Volcanigor wird doch extrem viel Damage drücken können mit Crit und so. Deshalb habe ich ja Elemental Nova auf Feuer und ein bisschen auf Blitz genommen. Ich zeige euch gleich mal die Skillung, damit ich einfach ein bisschen Siege Golems zerbersten kann. Aber das Problem ist zwar, ich habe gute defensive Sachen für kurze Zeit, aber ich bin einfach zu wenig defensiv, weil ich noch nicht so gute Items habe. Jetzt hoffe ich, dass ich aber mit dem Beet recht weit komme, so Level 70, 80, und dann mal richtig farmen kann. Jetzt ist einfach noch die Frage, wie lange werden wir überleben immer wieder, weil ich merke einfach, Resistenzen sind kröpp. Also ich habe hier rechts rüber für Critical Chance und Area noch gemacht. Ich könnte das auch wieder removen, wenn ich dann ein bisschen stärker bin. Aber das brauche ich einfach, Area-Effekt und Crit. Und hier unten auf Critical Multiplier. Sonst ist eigentlich alles ein bisschen angeskillt. Vor allem, ja, dass man den Nova ja, bei der Maustaste auslösen kann und nicht beim Charakter. Und hier habe ich einfach auf zwei Arten geskillt. Einer ist... Ich habe hier unten Explosion gemacht, also dass der Orb explodiert am Ende der Duration. Das macht vor allem Boss-Damage. Dann natürlich Hit-Damage, das ist sehr wichtig auch gegen Bosse. Cooldown wieder reduziert, weil ich hier den Cooldown auf 2 Sekunden gemacht habe. Hier auch Cooldown 2 Sekunden, aber das multipliziert sich nicht, das ist einfach 2 Ding, oder? Und dafür auch wieder den Hit-Damage und so. Schrapnell-Ding und dann hier extra Projektile mache ich nachher noch oben. Damit es auch ein bisschen Massenkill ist. Hier habe ich einfach auf Defensive so gemacht. Weniger Damage erleiden und Ward Retention. Ist natürlich auch sehr wichtig. Und hier bei Teleport natürlich auf die Spiegelbilder, weil das ist unser ja, Ausweg. Ich habe jetzt ein paar Maps gemacht, aber jetzt momentan ist es einfach zu schwer. Wir machen jetzt die Kampagne wieder weiter. Ende Akt 7 bin ich. Wir machen den Boss kurz von Akt 7. Und dann gehen wir in Akt 8 und probieren einfach mal die Siege Golems wieder zu überleben. Die sind, also OP geht's nicht mehr. Es ist, also, wenn man da mal irgendwie in eine Attacke reinläuft, weil die meistens auch unsichtbar sind, die Flammenböden und so... Dann ist man tot. Man ist einfach tot. Und das ist das größte Problem. Ich mag Spiele nicht, wo man einfach nicht schuld ist am Tod, weil irgendwie etwas nicht sichtbar ist oder ja, vor allem mega spammt, oder? Ich habe ja das gezeigt im letzten Video, der spammt mega mäßig diese Attacken, als würden die Attacken einfach so zum, ja, zum Showcasen sein und völlig unbalanciert den zu auszuweichen. Jetzt fehlt mir einfach die Defensive noch ein bisschen. Ich habe gedacht, das bringt ein bisschen mehr, aber es bringt nicht so viel hier. Ja, ich habe ja Cold Skill, nicht Cold Skill, Lightning Skill. Da könnte ich etwas rein tun. Schockchance nicht, oder? Okay, ein Punkt hier. So, ja, da ist etwas unsichtbar. Cliff Edge. Ah, genau, jetzt kommt diese Plattform wieder raus. Das ist sehr schön gemacht. Erinnert mich an Zelda. Ocarina of Time. Ah, da kamen sie nicht aus dem Boden, glaube ich, raus. Da waren sie einfach da. Eisschulden laufen. Ah ja, genau, ich glaube bei Dungeon Siege 1 gab es da diese Plattform, die rauskam. Genau. Durch ein Rätsel in der Eiskaverne von Ape. Genau. Oh ja, genau, der Angriff ist sehr, sehr heftig stark. Also wenn man jetzt von diesen Eiskugeln getroffen wird, dann ist man einfach one hit. Ohne richtig gute Defensive. Ja, das Spiel ist eine Knacknuss, merke ich so langsam. Also, naja, habe ich schon lange gemerkt, ich wurde auch ein bisschen sauer manchmal, aber das ist einfach langsam, es ist einfach übertrieben. Du denkst, du bist weiter, du kannst viel besser
ja, skillen und so weiter, das bessere Items, aber nö, irgendwie wird das Spiel immer wie heftiger. Nicht weil ich weiter bin oder weil ich mir mehr zutraue, nein, weil das Spiel einfach gepatcht wird und immer wie schwieriger gepatcht wird. Und das ist extremst. Also ihr seht den Damage, den ich drücke. Eigentlich nur mit Crits. Aber ich habe eine so hohe Crit-Chance. Ja, aber auch nicht. Ja, Lightning Skill. Immer nur Lightning Skill. Wieso ist Lightning auf Crit? Ja, schon klar. Das hat keinen Dot-Effekt und keinen Freeze-Effekt und so. Aber wieso gibt es nicht erhöhte Chance bei einem Spell nutzen oder so, als einem Lightning Spell nutzen? Das frage ich mich jetzt gerade. Echt. Ich finde es immer, ich bin immer sauer, wenn ich das sehe. Mit Lightning Skills. Ja gut, ich habe ja Lightning Skill. Eigentlich sollte es bei mir ja funktionieren jetzt, wenn ich den Ding einsetze. Den Elemental Nova. Aber eben, es ist die ganze Zeit mit Lightning Skills erhöhte Crit-Chance. Nein, fertig, aus. So, das war wieder diese automatische, ja, Sprechgöre von Galaxy Xia, das heißt sie. Naja. Neues Update, man wird gezwungen, das zu installieren, einzustellen, alles mögliche, dann haltet sie einfach nicht die Fresse. Ei, du. Wenn Handys etwas können, ist nerven. Deshalb mache ich auf Handys auch nie etwas, also Game. Aber Games sind auch dazu da, zu nerven. Handy-Games. Immer ständige Werbung zu haben und so weiter. Ei, ei, ei. Alles muss genervt sein in diesem Leben. Da ist Last Help auch eben eines der besten Games, weil es eigentlich nicht nervt. Ich liebe es sogar taktisch zu spielen und so. Ich bin immer sehr schnell gelangweilt, wenn jetzt mal wirklich nichts Taktisches ist. Also wenn es halt zu leicht wird oder die Gegner gar nichts Taktisches brauchen. Bin ich immer sehr schnell gelangweilt. Ist einfach so. Ich bin halt ein bisschen verwöhnt langsam. Oh ja, zweimal diesen Vulkanik ob und es dann leider. Ja, dreimal, okay. Wie einfach rare Gegner mega stark sein können, aber Bosse mega einfach sein können mit diesem Bild. Also, weißt du, wenn man Damage drückt, dann ist man auch viel glücklicher. Das ist es einfach. Deshalb mache ich natürlich immer gerne Damage-Builds und weniger Ding-Builds. Tank-Builds, das ist mir manchmal ein bisschen zu langweilig. Also da Tanks können auch sehr nett sein, aber ja. Meistens halt langweilig. So, jetzt sind wir diese Map von den Maps. Diese Tundra. Gut, okay. Ferner Wald. Oh. Da friest. Friest noch was. Geh weg. Ach, Mann, der Bild macht so viel Spaß, aber manchmal ist man einfach in den Grenzen. Also, anfangs Akt 7 hatte ich ein bisschen Probleme mit der Defensive plötzlich wieder. Die Gegner machten manchmal so unglaublichen Damage. Übrigens, ich bin Akt 1 bis Akt 7 nie gestorben. Ging ich in den Maps, gab es so Blitzelementar. Ich weiß, glaube ich, die waren im Forum auch mega. Haben gesagt, dass die viel zu OP seien und so. Ich gab schon einen Trade davon. Ja, ist auch so. Ich habe es gelernt, kennengelernt. Die können einfach so 3-4 Spells auf einmal casten. Das ist. Die machen auch so viel Damage, die Spells. Und ja, leider noch nicht so balanciert. Aber ich merke gerade, diese Gegend ist ziemlich gut balanciert. Also, so dass ich jetzt auch eine Überlebenschance habe, aber doch, dass sie auch Damage drücken können, die Gegner. Recht toll. Das finde ich irgendwie doof, wenn man
einfach die ganze Zeit voll gespammt wird mit Eis. Wer macht das? Der da hinten. Diese Riot Jailer. Die nerven ein bisschen. Schockring, okay. Es muss ein besserer Blitzspell geben. Weiß leider noch nicht so richtig, was ich noch als Circle spielen könnte. Also mit Blitz. Wahrscheinlich den, muss ich kurz schauen, wie der heißt. Da, Static Orb. Aber voll auf Crit. Ja, ist halt langsam, also. Ja, Glacier ist ja Eis und Meteor und Vulkanik ist ja eigentlich Feuer oder Eis und so. Aber es fehlt an einem Spell mit Blitz, wo man einfach auch mal ein bisschen Schocks detten kann und aus Entfernung ballern kann. Das ist ein richtigen Blitz. Das fehlt leider momentan noch. Also Feuer ist natürlich cool. Aber jetzt bin ich auf so extremst schnell. Also ja. Ja, ich habe Glück, dass Elemental Nova wirklich so aus der Entfernung castbar ist. Sonst, ja. Hätte ich da noch natürlich noch Probleme. Also ich bin glücklich, dass ich überleben kann, weil ich so viel Entfernung habe. Auch mit Vulkanik Orb. Es geht halt einige Zeit, bis er wirklich am Ende ist. Static Charges. Was ist Static Charges genau? Interessant. Das wäre mal etwas. Ich habe übrigens diesen Flame Ward auf Stun Aktivation gemacht, weil jetzt zwei Spells im Witz casten, Teleport im Witz casten und noch Flame Ward ist ein bisschen zu viel. Deshalb, immer wenn ich recht groß getroffen werde und gestunt werde, tut sich das aktivieren. Und das ist ja sehr interessant. Ach ja, heute ist wieder so extrem schwül. Also Luftfeuchtigkeit wieder schungelmäßig und ich habe jetzt gewartet heute, bis ich endlich ja, aufnehmen konnte und jetzt ist es 20.08 Uhr, also ja, es wird einfach nicht kühl. Und das schon in den letzten paar Tagen, also fast eine Woche lang, konnte ich einfach nichts machen. Ist extremst. Es ist, wahrscheinlich immer so rund um Basus extrem schwül wegen der Atlantik, also Westatlantik-Luft, die bei uns sehr stark ist. Aber es ist schon extrem okay. Nervig. Also so will ich jetzt nicht immer aufnehmen natürlich. Aber ich denke, ich mache jetzt auch wieder mehr Aufnahmen, mehr verschiedene Projekte auf YouTube. Weil ich ja nicht livestreamen kann. Also jetzt mehrere Stunden lange ja am Abend zu livestreamen oder in der Nacht. Nee. Lieber nicht. So. Wir machen schnell vorwärts. Wir haben ja hier noch den Esel, nein, Elch zu retten. Beziehungsweise wollen wir ihn retten. Und dann haben wir Akt 8. Beziehungsweise jetzt ist schon Akt 8. Ja, das Gebiet gab es ja vorher noch nicht. Vor dem Patch 0.7.8. Oh, Eisbeetle, danke. So langsam mag ich die, die halten jetzt auch mehr aus. Also da wurde irgendwie noch ein bisschen gebufft, seitdem die gibt. Schade, dass es den Raptor nicht mehr gibt. Ich weiß es jetzt genau nicht. Oh, Mann. Was ist denn das? Eisgoliath. Oh Gott. es gab mal ein Skorpion und andere Sachen, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr so oft. Das meistens kommt der Eisbeetle.
Finde ich schade. Der Ionix-Schrein habe ich wieder mal gefunden, aber da droppt immer eines der häufigsten Ionix. Das ist natürlich nichts wert. Der Schrein ist einfach mal ein Popoloch wert. Und für den Popoloch eher. Und nichts wert, also. Ach, ich liebe den Bild gerade ein bisschen. Er geht jetzt einfach mehr ab. Das liegt vor allem am Stab, denke ich mal, wegen Spreading Flames, was ich jetzt nicht so erkenntlich sehe. Ja, ist einfach optisch nicht so gut zu sehen. Und hier einfach Less Fire Spell Duration macht natürlich schon diesen Angriff zum Beispiel hier besser, schneller. Und so weiter. Herod heißt, okay. Herof. Und was macht das? Ist es ein Buff gewesen? Ich will gerne das Spiel auf Deutsch haben. Davor mache ich nicht die Mühe, das auf Deutsch zu übersetzen selber. Weil ich echt nicht gut beim Übersetzen bin. Ich war mal besser. Man braucht halt Englisch jetzt nicht so oft. So, leider ist er, denke ich, abgenippelt, beziehungsweise hat er einfach seine natürliche Gestalt verloren. Ich habe gerade ein bisschen Ranzenpfeifen. Bauchschmerzen. Schweizerdeutsch, beziehungsweise ja. Altdeutsch wahrscheinlich. Sagt niemand mehr in der Schweiz Ranzenpfeifen, glaube ich. Oder? Ja, nur noch wenige. Ja, ich habe Krämpfe. Ich hatte Krampf wieder. Ohr. Ich konnte das Headset, das neue Headset, ich habe übrigens ein neues Headset, falls ihr noch nicht wusstet, dass ich da, ja, es nicht tragen konnte, weil das Headset hat eine ganz gute Abschirmung von Geräuschen, auch meine Stimme, und irgendwie wird dadurch auch meine Stimme im Ohr verstärkt, also, ja, es wird einfach zurückgeworfen oder so. Es ist zwar leiser als das vorherige Headset, 633 von Logitech, aber das 935er, ja, gefällt mir jetzt nicht hundertprozentig. Ich habe jetzt gerade schlimme Krämpfe. Irgendwie ist im Körper momentan die Energie einfach viel zu groß, dass man sich extrem energievoll einfach reagiert auf Sinne, auf Hitze und Kälte, auf Lebensmittel und so. Und ich einfach dann merke, oh, jetzt habe ich wieder eine Pizza gegessen, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Ja, also haben wir 11 Minuten noch. Noch 11 Minuten kann ich das noch durchhalten. Da muss ich aber aufs Popoloch. Aufs Klo. Ja, heute wird noch ein neues Minecraft-Projekt kommen. Und es kommt noch ein zweites Minecraft-Projekt, aber das ist all dritte, vierte Tag oder so. Wo ich kreativ baue und dann Roleplay mache. Und im normalen Projekt mache ich auch Roleplay, übrigens, also, beziehungsweise einfach auch schön bauen hier nach Roleplay. Oh Gott. Danke. Boah, der konnte direkt schlagen. Endlich, endlich. Also, ich brauche, wo ist der Angriff? Angriff, der Fokus. Ich brauche Mana. Okay, dann muss ich hier hingehen, dann muss ich Lightning Damage. Nein, ich volles Mana. Hm.
Ja, ich denke, ich muss jetzt gerade leider abbrechen. Ich muss aufs Klo. Ich will euch nicht warten lassen. Ja, ich werde aufs Klo gehen und mache dann im nächsten Part weiter. Dieser Part ist leider ein bisschen weniger lange. Aber gut, ich muss hier und Cult Hit und so Ward auch machen. Bis dann, Dankeschön fürs Schauen und ich hoffe, Ihnen geht es jetzt noch besser, bald besser. Tschüss.